Moin moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Der Apfelwurm von Alrixfurt für das schwarze Auge und das ist herausgegeben wie immer von Ulysses Spiele. Viel Spaß! Wie warmer Apfelkuchen. Apfelkuchen. Ja, das Abenteuer ist auf den 16 Seiten relativ kurz und dementsprechend schnell kann man das zusammenfassen. Worum soll es gehen? Die Helden werden entweder selbst geladen nach Alrixfurt oder aber sie treffen zufällig auf dieses kleine Örtchen, Dorf und stellen fest, dass es ein Apfelfest gibt. Die Äpfel schmecken wohl besonders lecker. Es gibt Apfelkuchen, Bratapfel, Apfelwein, Apfelkekse und dergleichen mehr. Total lieb. Liebevoll, ich habe jetzt beim Lesen des Buches habe ich auch extrem Hunger auf Äpfel bekommen. Die werden hier rauf und runter erwähnt und danach ja, tritt so ein bisschen Pawlowscher Effekt auf, dass man da Bock auf Äpfel hat. Wenn die Helden dann auf diesem Apfelfest sind und sich so ein bisschen mit den Dorfbewohnern unterhalten haben, können sie aber auch feststellen, dass der örtliche Paraneigeweihte fehlt, obwohl der eigentlich da sein sollte. Und wenn sie sich dann die Kapelle ansehen, werden sie feststellen, dass der Paraneigeweihte am Boden liegt und jemand einen Korb gestohlen hat. Der Korb selber ist wohl kein richtiges Heiligtum, aber auf alle Fälle ein wichtiger Talisman der Kirche, beziehungsweise er wird ein sehr wichtiger Talisman nach diesem Abenteuer. Und der wurde gestohlen von einem Wurm, wie der Paraneigeweihte sagt. Er selber, das fand ich auch ziemlich süß, hat Angst vor Würmern und liebt Äpfel. Das ist ziemlich cool. Und der Antagonist, der hasst Äpfel und der liebt Würmer. Und ja, der Paraneigeweihte selber sagt dann erstmal, dass er überfallen worden ist. Der Korb wurde gestohlen von einem Wurm. Das ist auch gar nicht so sehr falsch. Allerdings war der Wurm ein bisschen größer und das war kein Apfel, sondern ein Tatzelwurm. Also ein ja, Drache, ein kleiner, minderer tierischer Drache, gar nicht so intelligent. Und der hat jetzt diesen Korb gestohlen. Die Helden folgen, wenn sie echte Helden sind, den Spuren, dem Gestank und treffen dann auf diesen. Ja, das ist so ein bisschen Wildnisabenteuer, ein kleines Wildnisszenario, aber darum soll es jetzt gerade gar nicht gehen. Sie können dann noch verschiedene andere Dinge im Wald treffen, unter anderem, nachdem sie den Tatzelwurm dann gefunden haben, werden sie feststellen, dass der den Korb auch gar nicht mehr hat, sondern der weitergetragen worden ist. Die richtigen Hintergründe, warum das so ist, werden, glaube ich, gar nicht so ganz klar. Wenn man das Spiel leitet, steht es hier natürlich drin, warum das so ist, aber für die Helden, für die Spieler wird das hier gar nicht so sehr aufgeklärt, was ich schade finde. Zumindest folgen sie dann weiterhin den Spuren, die dann, naja, zu diesem Korb hin, weil der fehlt immer noch. Der Tatzelwurm ist zwar der Täter, derjenige, der es geklaut hat, aber der hat nur in einem Auftrag von einem großen Übel, von einem anderen Übel gehandelt und zwar von einem agrimotschen Baum, beziehungsweise es ist dabei kein Arkobal, sondern es ist ein niederer Dämon von Agrimot, der dann sich in diesem Baum eingenistet hat, weil das natürlich dann als Element Humus ihm da dann Zutritt verschafft. Kann er also dann eben diesen Baum übernehmen und kann dann ähnlich wie ein Arkoball hier wirken und auch diesen Tatzelwurm kontrollieren, das eben auch als Hintergrund zu diesem Abenteuer. Wenn die Helden dann diesen Baum gefunden haben, können sie gegen den kämpfen, können ein finsteres Ritual aufhalten. Da geht es dann eigentlich darum, dass dieser Korb wieder entweiht wird, weil der Korb eben ein Talisman der Paraneikirche ist und ja, warum auch immer Paraneigeweihte und ein Agrimot-Dämon sich da so in den Haaren liegen, ganz genau habe ich das nicht verstanden. Es gibt dann dieses Ritual, was verhindert werden muss. Man muss versuchen, dass der Korb nicht zerstört wird. Wenn das eben nicht gelingt, ist das auch nicht so schlimm. Aber ich finde das auf alle Fälle lustig, um so einen Apfelkorb zu kämpfen. Und ja, auf 16 Seiten, da muss man jetzt nicht großartig dann aventurischen Metaplot erwarten, der dann irgendwie die Sphären erschüttert. Es geht im ganzen Hintergrund noch ein bisschen um den Sternfall, dass die Barrieren alle geschwächt sind und deswegen ist nach 300 Jahren wieder dieser Dämon von Agrimot aufgetaucht, obwohl der Sternfall eigentlich durch den Namenlosen ausgelöst wird und die Dämonen damit gar nicht so sehr viel zu tun haben. Aber das soll jetzt erstmal egal sein. Das ist ein kleines Abenteuer. Ich glaube, das kann man an einem
Abend spielen, beziehungsweise auf einer Convention oder so. Dementsprechend, ja, eignet sich das ganz gut, um mal ein Abenteuer zu spielen, was einen nicht ganz so fordert. Das ist ein bisschen Kampf drin, ein bisschen Natur, ein bisschen soziale Interaktion in Alrixfurt. Und rundum ist das Abenteuer ganz okay. Ja, machen wir eine fixe Bewertung. Modularität gebe ich 4 von 4 Punkten. Das Ding kann man quasi überall hin verschieben. Man kann das auch, wenn man mag, in anderen Systemen spielen. Da braucht man nicht unbedingt DSA für. Man muss es nicht irgendwo in der Nähe von Garret spielen. Das kann überall anders eigentlich gemacht werden. Der Spielspaß, ja, gut, okay. Ich glaube, da gebe ich beim Spielspaß 3 von 4 Punkten. Es ist irgendwie alles mit dabei. Es ist ein bisschen Kampf drin, ein bisschen soziale Interaktion. Naja, ein bisschen Fährtensuche im Wald und das kann man alles beliebig noch ausdehnen. Da ist irgendwie für alle was dabei. Der ganz große Knüller ist es nicht, das sage ich jetzt ganz ehrlich. Aber wie gesagt, auf 16 Seiten an einem Abend kann man da auch jetzt nicht die Wucht in Tüten erfinden. Die SL-Schwierigkeit. Ja, man kann das lesen, das geht sehr schnell bei den 16 Seiten. Man muss es auch nicht großartig verstehen. Der Diebstahl, das geht relativ fix. Man kann das alles noch ausdehnen, wie man will. Das ist jetzt keine Schwierigkeit, das zu leiten. Man muss sich überlegen, wie schwer man dann den Endkampf macht und ob man seinen Helden noch was gönnt. Ob sie dann diesen Korb dann eben retten dürfen oder nicht. Aber ja, ganz generell, ich gebe hier 4 von 4 Punkten. Das ist nicht sonderlich schwer. Bonuspunkte, wüsste ich nicht, wo ich was abziehen soll. Ich wüsste aber auch nicht, wo ich was geben soll. Ich gebe einfach mal 3 von 4 Punkten. Wie gesagt, das beeinflusst dann am Ende sowas wie eine Gesamtbewertung, dass dann da eben die Punkte zusammengezählt werden. Dann landen wir bei 14 von 16 Punkten. Das Abenteuer ist okay. Es ist keine richtige Empfehlung. Es macht halt nichts falsch. Es ist was Gutes für zwischendurch, wie alle Heldenwerk-Abenteuer eben. Das ist einfach komplett in Ordnung. Ja, genau so muss man sehen. Es macht nichts falsch. Ja, es ist einfach ein Heldenwerk-Abenteuer. Damit tue ich euch die zusammengefasste Wertung mit Preis pro Seite und so wieder rein. Das ist das Übliche bei den Heldenwerk-Abenteuern. Wer was für zwischendurch braucht, ich fand es sehr amüsant zu lesen. Macht auf alle Fälle einen Apfelkuchen, wenn ihr das Ganze leitet, oder stellt Apfelsaft beiseite. Macht da so eine kleine Gaudi draus, dass ihr dann am Spieltisch ja, das dann eben auch zelebriert. Also ich glaube, damit wird das Abenteuer dann auch noch mal ein bisschen besser, wenn man das dann eben auch auf diesen Tisch überträgt. Und Äpfel beiseite schaffen, das ist nur wirklich keine große Kunst. Da kann man mal kurz in den Supermarkt gehen und sich ein paar Äpfel kaufen, ein paar Apfelsaftsachen und dann wird das sicherlich zu einer ziemlich lustigen Szene werden. Gut, damit bin ich durch. Das war meine kurze Rezension zu dem Abenteuer 19, der Apfelwurm von Alrixfurt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.